Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das freut mich immer. Und in dieser Folge werden wir mal ein paar Hauptmissionen machen. Wir schauen mal kurz auf die Karte, Aufträge. Und ich habe mir hier direkt die allererste ausgesucht, denn da müssen wir zum Sägewerk zwei Zementsäcke liefern. Und ich wollte ja schon immer mal noch ein anderes Fahrzeug benutzen und da ist natürlich hier dieser Tiger. Der ist, glaube ich, perfekt. Den hatten wir ja geborgen. Das ist genau die Kiste und die müssen wir jetzt einmal aufpimpen, was da noch so geht. Motor geht noch nichts, aber wir haben hier ein Offroad-Getriebe, das können wir verkaufen. Federung geht leider auch noch nichts. Bei den Reifen, da geht auf jeden Fall was. Da würde ich sagen, wir nehmen hier das Größte, was wir uns da hier einmal holen können. Oh, Moment. Das sind Doppelbereifungen. Ich glaube, die funktionieren grundlegend besser. Dann lass uns das machen. Und den hier verkaufen wir. Und den verkaufen wir. Das verkaufen wir. Okay, Winde. Hier haben wir eine Hochleistungswinde Medium und lange Winde Medium. Was heißt jetzt Medium? Also Medium dachte ich wäre die Länge. Aber wenn es auch eine lange Winde Medium gibt, mit verlängertem Seil, verfügt über einen verbesserten Motor, ist in der Lage, selbst die schwersten Trucks mitsamt Ladung aus dem... Das kann ich... Was? Aus der Bredouille. Oh mein Gott. Oh. Ich habe was ganz anderes versucht zu lesen. Okay, however. Dann nehmen wir mal die lange. Glaube ich, so reichen. Hier haben wir ein Ersatzrad. Dann brauchen wir... Das Ding können wir noch nicht. Kurz. Ich glaube, das hier ist das Bessere. Und jetzt Rahmenaufsatz. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir brauchen auf jeden Fall einen Pritschewagen. Das ist schon mal drin. Den Kofferaufsatz, den können wir einmal gerade verkaufen. Und das nächste, was ich noch haben will, ist der Auslegekran. Moment, jetzt habe ich aber die Pritsche gerade aufgezogen und trotzdem geht das nicht. Denn ich möchte eigentlich eine Mission noch danach machen. Oh, das geht gar nicht. Würde das gehen, wenn wir das Ersatzrad abmontieren? Verkaufen? Nee, das geht nicht. Oh, das ist ärgerlich. Dann können wir den eigentlich nicht nehmen. Denn ich wollte danach noch diese eine Zementaufsammelgeschichte machen und dafür brauchen wir definitiv einen Kran. Dann lass einmal gerade schauen, ob unser Azov grundlegend das könnte. Rahmenaufsatz, Pritsche haben wir schon drauf. Der könnte das, aber eigentlich wollte ich ein neues Fahrzeug nehmen. Wir schauen mal kurz, wir haben ja noch, also der geht nicht, wir haben ja noch den hier und den hier. Welcher ist da? Der hier macht einen besseren Eindruck. Zu wenig Geld. Okay, ist kein Problem, denn den hier, den können wir so wie er ist einmal abstellen und verkaufen und den würde ich jetzt auch erstmal verkaufen. Abstellen, Trucklager. Dann verkaufen und verkaufen. So, jetzt haben wir genug Geld, sodass wir hier einmal gerade fix reindippen können, um mal zu gucken. Das ist übrigens eine ganz doofe Eigenschaft, dieses Dippen. Das habe ich von der Arbeit. Was haben wir denn hier? Also, hier geht nichts. Achso, nee, lass erstmal gucken, würde das rein theoretisch denn funktionieren? Pritsche plus... Das würde gehen. Ey, komm, dann nehmen wir doch den. Also, Schnorchel. Schiffchen haben wir noch nicht, aber Schnorchel ist doch auch schon mal was. Ersatzrad nehmen wir auch. Individuell. Moment. Mit dem Ersatzrad geht aber... mit dem Ersatzrad geht aber dann nicht. Okay.
Also kein Ersatzrad. Verkaufen. So, jetzt haben wir es. Dann nehmen wir hier auch wieder die lange Winde. Moment, das hier können wir verkaufen. Bei den Reifen Offroad. Genau, also ich glaube, dass das eine positive Auswirkung hat darauf, ob das Zwillingsbereifung ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, denn ihr wisst immer sowas deutlich besser. Aber ist mein Gefühl und klingt eigentlich auch absolut logisch, ne? Auspuffanlage. Was ist denn das? Das ist ja einfach nur so ein Rohr. So. Was haben wir hier noch? Verschiedenes. Ja, das gefällt mir. Und dann gucken wir nochmal beim Dach. Oh, das sieht cool aus, aber können wir noch nicht. Dann nehmen wir nur das. Ja, auf jeden Fall. Mighty. Sieht sehr gut aus. Und Felgen wieder. Gefallen mir die hier besser. Dann natürlich unsere Standardfarbe. Wobei, wir sollten mal ein bisschen variieren, ne? Wollen wir mal ein bisschen variieren? Das Giftgrün finde ich nicht verkehrt. Komm, wir variieren mal. Und dann geht's auch schon los. Ich bin sehr gespannt, wie der fährt. Er sieht deutlich flacher aus, hat aber scheinbar ganz gut Bodenfreiheit. Keine Ahnung, wie gut der klappt, wie gut das klappt hier mit dem Teil. Wir haben Allradantrieb, wir haben Differentialsperre, was wir nicht abschalten können, aber das ist alles okay. Also ich habe nie so das Gefühl gehabt, oh, das muss ich jetzt ständig ab und dazu schalten. Dann haben wir alle Lastgänge. Und er ist flott unterwegs auf der normalen Straße. Er braucht ein bisschen hier, bis er in die Pötten kommt. Das merkt man. Aber okay. So, dann brauchen wir Zement. Zweimal. Da geht er in die Knie. Da geht er in die Knie. Ach, wir fahren nie. Wir fahren mal den anderen Weg hier entlang. Denn der andere Weg ist so eine kleine. Okay, vielen. Achso, ja, oh ja. Na gut, okay, das kann ich verstehen, dass er da sagt, der Motor hat einen Schaden. Denn hier haben wir so ein bisschen Möttgen und da können wir mal gucken, wie wir da jetzt gerade hier so durchkommen. Ja, hat da schon ein bisschen zu arbeiten, wenn man das vergleicht mit dem Azov, der hier deutlich weniger Probleme hat. Die Zäune gehen wieder kaputt. Großartig. Aber wir testen den mal aus. Wir testen den mal aus. Nur vorher müssen wir uns natürlich einmal noch den Weg markieren, wo wir langfahren wollen. Okay, das haben wir erledigt. Und ich würde mal sagen, dass wir das jetzt wie folgt machen. Wir fahren mal und je nachdem, wie es läuft, werde ich jetzt nochmal gleich vorspulen oder nicht. Also wenn es hier jetzt, wenn das ganz gut funktioniert, dann würde ich vorspulen. Und ansonsten haben wir ja ein bisschen was, worüber wir reden können, wie gut der ist und wie der so läuft. Okay, also hier im ersten Lastengang. Ja, schiebt sich durch, ne? Also, ich würde mal sagen, ich spule mal vor und genießt es. Nehmt euch ein kühles Getränk, Erfrischungsgetränk eurer Wahl und lauscht der wunderschönen Musik.
Bis gleich. Euch sagen, das ging richtig Butter, ey. Das ging richtig Schnieke. Hat gut funktioniert. Das Schöne an dem Teil ist, das ist so flach wie eine Flunder. Moment, so. Ist flach wie eine Flunder und ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, oh, der kippt gleich um. Nicht ein einziges Mal. Lief richtig gut. Richtig gut. Also wirklich schönes Teil. Funktioniert sehr gut. Und damit können wir diese Mission abgeben. Wir haben jetzt nur eine Stufe davon abgeschlossen. Holzplanken, was in die Fabrik müssen wir liefern. Wir gucken einmal kurz rein. Holzplanken, die bekommen wir von dort, liefern wir dorthin. Na, das ist doch auch mal ganz nett, dass wir das so machen können. Ich wollte eigentlich gefallene Ziegel gerade machen. Ich würde auch sagen, dass wir einmal hierher fahren, denn gefallene Ziegel sagt eigentlich, bring einen einzigen Ziegel dorthin. Und der liegt ja direkt hier. Moment. Und zwar gefallene Ziegel. Das ist einer. Das ist einer. Und das hier ist ebenfalls einer. Und den würde ich... Wobei, macht eigentlich keinen Sinn, ne? Wenn wir nämlich einen von hier oben nehmen, den dann da hinliefern, dann könnten wir den auch gleich hochheben. Nee, dann machen wir das nicht. Dann bleiben wir bei den Holzplanken, die wir jetzt aufladen müssen. Holzplanken. Zack. Ich habe uns dann direkt mal hier wieder einen schönen Weg zusammen gesucht und auf der Karte markiert. Denn dann fährt sich's echt angenehm. Also dann muss man nicht überlegen, ah, warte mal, wo waren das jetzt? Wo muss ich jetzt abbiegen? Sondern man kann einfach ganz schnieke durchfahren. Und die Maschine ist sehr toll, gefällt mir richtig gut. Lässt sich ordentlich, machen wir hier gerade nochmal Licht an, lässt sich ordentlich durch die Gegend kutschieren. Könnte ebenfalls mein neues Lieblingsfahrzeug werden. Sieht nicht ganz so schön aus wie der Azov, aber ist eine schöne Maschine, definitiv. Definitiv eine schöne Maschine. Und ich würde jetzt auch ganz gerne mal in der Zukunft mehr Aufträge machen. Also nicht nur hier die Aufgaben, sondern richtig die Aufträge. Denn ich glaube, dass wir die brauchen, um in die nächsten Gebiete vordringen zu können. Und in Michigan brauchen wir, glaube ich, da die Aufträge, um so Ölbohrtürme aufstellen zu können. Und das wäre ja auch mal was Neues. So ein Megatransport oder so. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, ne? So richtigen Schwertransport ist eigentlich ein bisschen schade. Wir sind ja jetzt mittlerweile bei, ich glaube, der 44. Folge.
Also wir nähern uns den 50. Unglaublich, ne? Dadurch, dass wir 2 Folgen ja pro Tag raushauen, kommen wir da schnell dran. Aber es ist auch, ist auch ganz schöne Arbeit, die jetzt hier drinne steckt. Klar, andere sind viel schneller, ne? Also so war es jetzt nicht gemeint, sondern steckt eine ganze Menge Arbeit drinne. Und doch haben wir noch keinen Schwertransport gesehen. So rum war das eher formuliert und gemeint. Was schade ist. Aber es ist auch cool, weil das heißt noch, wir haben noch unglaublich viel vor uns. Das heißt, ja, ist eigentlich auch wieder cool, ne? Wenn man noch nicht gleich so am Ende von einem Spiel ist, sondern da noch viel Potenzial über hat. Wir müssen auf jeden Fall dann auch hier tanken. Das ist dann das nächste, was kommt. Ich habe jetzt auch versucht, mal ein bisschen mehr darauf zu achten, ständig hoch und runter zu schalten. Ich hoffe, das war oder ist jetzt so langsam im Interesse der Kritiker meiner Schalttechnik. Ne, also jetzt zum Beispiel, wenn ich so stehen bleibe, dann schalte ich einmal runter, denn dann drehen die Reifen ja weniger durch, so habe ich es verstanden, weil es auch so eine Form von einer Begrenzung ist. Und dadurch hätte man mehr Grip. Dann habe ich jetzt auch gemerkt, dass man mit Shift und den Pfeiltasten auch schalten kann. Also total genial. Sehr, sehr gut. Denn mit der Maus war das manchmal so ein bisschen hakelig. Ist eigentlich eine coole Sache mit der Maus, definitiv. Also gut, dass das so funktioniert. Aber wie gesagt, mit den Pfeiltasten funktioniert es ebenfalls sehr, sehr gut. Und jetzt so zum Beispiel hier tue ich jetzt die Maus nicht bewegen, sondern die bleibt da, wo sie ist. Also den Blickbereich. Und dann läuft das eigentlich. Ne, Moment. Ah, ich will hier rüber. Ja, das ist jetzt kein Problem. Können wir gleich löschen, wenn wir angekommen sind und dann die nächste Mission annehmen können. Da weiß ich gar nicht, was es genau ist, aber es wird hoffentlich wieder im selben Schema sein, dass wir hier direkt was aufheben können und direkt zum nächsten liefern können. Und dann schreit es ja förmlich danach, dass wir den nächsten Auftrag machen. Denn ich will unbedingt in den Steinbruch. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Und das wäre schon gut. Alright. Zack, das können wir abgeben und wir müssen Betonplatte. Eine Betonplatte. Können wir sie hier? Betonplatten. Ach, ist das großartig oder ist es großartig? Ja, und als nächstes müssen wir Betonplatte zur Farm bringen. Das ist ein ordentliches Stück. Das ist ein richtig ordentliches Stück. Und mir ist noch nicht ganz klar, wo wir genau langfahren. Auf jeden Fall müssen wir erst einmal tanken. Das ist das allererste. Und ich erstelle uns jetzt mal einen Fahrplan. Ja, und damit haben wir auch einen sehr detaillierten Fahrplan habe ich uns da gemacht. Ich kann es manchmal nicht lassen. Das ist dann so, da werde ich so ein bisschen getriggert, so viele Punkte zu setzen, weil das reicht mir dann nicht. Das muss ordentlich aussehen. Da könnte ich noch mehr Punkte setzen, aber ich lasse das jetzt. Und da wir den Weg schon kennen, werde ich das Ganze ein bisschen vorspulen, denn das ist eine ordentliche Strecke. Und wir sind schon mal gefahren. Sollte was passieren, dann werde ich natürlich ein bisschen was kommentieren. Also, wieder schön entspannen, Bierchen in die Hand und wir sehen uns. Blue.
an dieser Stelle schalte ich mich mal wieder ein, denn ich möchte ja meinem Kodex treu bleiben. Strecken, die wir noch nicht gefahren sind, die fahren wir zusammen. Und diese Strecke hier zumindest, könnte ich mich nicht dran erinnern, die sind wir noch nicht zusammen gefahren. Und ich muss euch sagen, also das Ding ist echt gut. Ich kann das nur empfehlen. Schönes Teil, fährt sich gut. Und auch nochmal vielen, vielen Dank an die, ich hatte sie das letzte Mal Kritiker genannt, oder was heißt das letzte Mal hier, vor gar nicht so langer Zeit, bezüglich meines Schaltstils. Ich habe das jetzt mal wirklich versucht und es fühlt sich gut an. Also es fühlt sich dadurch an, dass man weniger stecken bleibt. Kann aber auch sein, das muss man auch ganz klar sagen, dass hier einfach die Maschine einfach gut ist, ne? Also, dass die Zwillingsbereifung da hinten dran ordentlich was macht und dass die halt grundlegend die Maschine hier gut ist. Aber dennoch, schreibt mal in die Kommentare, ob das jetzt so, ob ihr das jetzt so meint, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was meinen die mit dem ständig hin und her schalten? Du, ich bleib in der Automatik und wenn ich stecken bleibe, dann suche ich mir halt irgendeinen Baum, an dem ich mich rausziehen kann und dann gibt Gummi und gut ist, ne? Aber es scheint so, dass es da halt noch ein Zwischending gibt, ne? Dass es eben nicht nur genau den Weg gibt, den ich hatte, sondern es gibt halt auch noch diesen Weg und der ist ja vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, okay, ich dachte es mir nämlich gerade schon. Da gibt es keinen Eingang. Ist aber kein Problem. Setzen wir zurück und fahren dann da direkt rein. Und sind dann so gut wie fertig mit der... Nee, nicht so gut. Wir sind danach fertig mit dieser Mission. Wir sind danach fertig. Ich glaube, 560 XP bekommen wir. Also stattliches Sümmchen an Erfahrungspunkte. Aber wir haben auch ordentlich Sprit verbraucht, ne? Also 150 Liter haben wir jetzt gerade einmal durchgeballert für diese Strecke. War auch lang, war eine ordentliche Strecke, aber hat ja auch Spaß gemacht. War eine schöne Strecke mit einem schönen Fahrzeug, dessen Schwerpunkt einfach irgendwo unten unterirdisch ist. Also, klingt falsch, aber genau so ist es. Unterirdisch gut. So, jetzt wollen wir natürlich nur nicht auf den letzten Metern hängen bleiben, aber das tun wir nicht und wir können die Fracht abgeben und wir haben sie abgeschlossen. Und damit verabschiede ich mich und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Tipps und Tricks. Ich nehme das alles ernst, auch manchmal, wenn ich vielleicht eher so ein bisschen sage, nee, was willst denn du jetzt? Ja, das hat doch auch immer alles funktioniert, aber ich nehme das an und möchte mich da wirklich bedanken, dass ihr eure Kommentare schreibt. Und das möchte ich hiermit fördern. Schreibt mir Kommentare, lasst mir ein Like und Subscribe da. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.